Nächster Punkt heißt Ebene Bewegung, Kapitel 4. Ebene Bewegung eines Körpers, aus einer Scheibe. Die Bewegung hat drei Freiheitsgrade. Also wir betrachten einen Körper und sagen eigentlich, wir betten in ein XY-System. Wir brauchen einen Bezugspunkt, die Koordinaten eines Bezugspunktes. Das ist das XB und das YB. Und dann brauchen wir eine Richtung. Ich nehme hier einfach so rechteckigen Körper. So. Und sage, die Kante da, das ist der Winkel Phi. Drei Freiheitsgrade, nämlich XB, YB und Phi. Und wir müssen jetzt aufschreiben, für irgendeinen Punkt in der Scheibe seine Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Wir nehmen also in der Scheibe ein kleines im Abstand R. Also ich denke mir in B ein polares System, da nehme ich ein kleines Elementchen, dm, das hat den Abstand r und hat hier innerhalb des Körpers den Winkel psi. Also r und psi sind die Koordinaten des dm, des Punktes, den ich gerade betrachte, des Körperpunktes. Koordinaten des Körperpunktes im Körper. Element des dm. Was hat der für Geschwindigkeiten und was hat er für Beschleunigung? Und da müsste man sagen, relativ ist es so. Zunächst schreibe ich vielleicht die Koordinaten einfach dieses Punktes im absoluten System an. Also das ist ein raumfestes System. X, Y, während R, Psi sind ja im Körpersystem. X, Y ist raumfestes System. Mein Punkt hat also folgende Koordinaten x und y. X ist gleich, Sie sehen das xb, plus r. R ist ja fix für meinen Punkt. Der Punkt hat jetzt also plus r cosinus phi plus psi. Ne? Mal Cosinus des Winkels Psi plus Phi. Und Y ist YB plus R mal Sinus von Psi plus Phi. Und wenn ich jetzt die Geschwindigkeit haben will, dann muss ich ableiten. Also für die Geschwindigkeit heißt es jetzt, bilde X Punkt. Dann ist das, der Punkt B verändert sich ja, der wandert ja weiter, nicht, das Ganze. Und die Drehung wird anders. Also XB ist eine Funktion von T, das und das sind Konstanten, Phi ist Funktion von T. Also bleibt hier R konstant, der Cosinus differenziert ist minus Sinus, dann ist das ein minus R, mal der inneren Ableitung Phi Punkt, mal Sinus von Psi plus Phi. Y Punkt dasselbe, Y Punkt B plus
R Phi Punkt mal Cosinus Psi Cos Phi. Und jetzt die Beschleunigung dieses Punktes, des Massenelementes dm bei R und Psi, noch einmal differenziert, ist gleich x2 Punkt b. Und Sie sehen, jetzt muss ich natürlich schon zweimal differenzieren, weil da bleibt es minus R Phi 2 Punkt mal Sinus minus R Phi Punkt Quadrat mal Sinus differenziert ist Cosinus mal der inneren Ableitung ist Phi Punkt, das gebe ich dann darauf zum Quadrat. Und y2 Punkt ist gleich y2 Punkt des Bezugspunktes plus R Phi 2 Punkt Cosinus. Cosinus differenziert ist minus R Phi Punkt Quadrat Sinus. So, jetzt haben wir die Lage jedes Punktes, seine Geschwindigkeit, seine Beschleunigung. Und das könnte man natürlich jetzt auch so ausdrücken. Sie sehen, dieses R mal Cosinus für R mal Cosinus von Psi plus Phi. Sie sehen, das ist dieses Stück, kann ich auch schreiben, das ist x minus xb. Und das R mal Sinus von Psi plus Phi ist y, das ist der Punkt da oben, nicht? Y minus yb, dieses Stückel. Y minus yb. Man könnte also da hier einsetzen, aber ja, kann man machen. Und dann kann man feststellen, dass es immer einen Punkt der Scheibe gibt, der im Augenblick in Ruhe ist. Das ist der sogenannte momentane Drehpol. Bei jeder Ebenenbewegung in einer Scheibe, nicht, wenn Sie sagen, den Punkt bewege ich jetzt so und dazu kommt die Drehung, dann brauchen Sie nur suchen, wo ist die Drehgeschwindigkeit gleich groß entgegengesetzt gerichtet zur Bezugspunktgeschwindigkeit und der Punkt ist dann in Ruhe. Und das nennt man den momentanen Drehpol und das könnte man insofern leicht ausrechnen, wenn ich da sage x Punkt b, naja, minus, Sie sehen, da steht r Sinus Psi, da könnte ich schreiben, minus Phi Punkt mal Abstand y minus yb kann man schreiben und da steht y Punkt b plus Phi Punkt und r Cosinus heißt x minus xb und jetzt frage, wo ist x Punkt 0? X Punkt gleich 0 gesetzt. Das heißt, der momentane Drehpol das ist jener Punkt, der im Augenblick in Ruhe ist. Das heißt, sein X-Punkt muss 0 sein. Wenn Sie da X-Punkt 0 setzen, dann steht das Y ist jetzt die Unbekannte. Dann steht x Punkt b minus Phi Punkt y minus yb ist 0. Also kann ich daraus ausrechnen, y meines momentanen Drehpols ist gleich, da hinüber, ist gleich yb plus, kann das stimmen, plus x Punkt b durch Phi Punkt. Noch einmal, wenn ich das da als Gleichheitszeichen setze, dann das heruntergebe und das herüber, so passt. Ne? Und y Punkt ist 0 gesetzt, dann steht y Punkt b plus Phi Punkt x minus xb. Und die Folge ist, dass xm rechnet dieses x da aus und das ist gleich xb minus
y-Punkt durch phi-Punkt. Also es gibt immer einen Punkt, der auf der Scheibe, der gerade in Ruhe ist. Nicht? Wenn Sie so ein rollendes Rad anschauen, nicht? Das ist ja auch eine Scheibe, das rollt, dann ist da genau der Berührungspunkt am Boden. Nicht? Das ist der momentane Drehpol, der ist im Augenblick in Ruhe, wenn das Rad nicht durchrutscht. Nicht? Ein momentaner Drehpol. Also jede ebene Bewegung kann in jedem Augenblick als Drehbewegung um einen Punkt M dargestellt werden. In jedem, und natürlich ist der Punkt M immer ein anderer Punkt. Ne? Also eine ebene Bewegung ist immer darstellbar, ebene Bewegung in jedem Augenblick eine Drehung um den Momentanpol, der aber immer wechselt. M wechselt. Das ist ständig ein anderer Punkt. Und im Allgemeinen kann man sagen, es gibt also einen scheibenfesten Punkt und einen raumfesten Punkt und das eine heißt die raumfeste Polkurve und der andere ist die körperfeste und dabei rollt die körperfeste Polkurve auf der raumfesten Polkurve ab, wenn man da ein bisschen Theorie der Ebenenbewegung betreiben wollte. Und dann könnte man über Beschleunigung reden und Beschleunigungspol und all diese Sachen, die brauchen wir aber im Grunde nicht, weil wir wollen das nur zunächst grundsätzlich formulieren und vor allem ja jetzt die Dynamik dazu. Das war Kinematik, nicht? Kinematik, wir sagen, welche Geschwindigkeit und Beschleunigung hat jeder Punkt dieser Scheibe. Und nun zur Kinetik. Die Kinetik der Ebenenbewegung sagt nun, dass ich ja den Schwerpunktsatz und den Momentensatz ableiten muss für diese Ebenenbewegung. Und zwar in folgender Weise. Der Schwerpunktsatz. Naja, ich sage, jedes Element, Schwerpunktsatz, jedes Element meiner Scheibe steht unter der Wirkung der Kräfte. Ich zeichne es noch einmal auf. Ich brauche es dann sicher für den Momentensatz. So, so und da so hinauf, die Scheibe, rechteckig, da ist mein Elementchen, das ist mein dm. Und das ist b und die Lage ist x und y für mein Element im absoluten System. Erstens könnte ich sagen, wo ist der Schwerpunkt? Der Schwerpunkt hat folgende Koordinaten, S. Wie komme ich zur Schwerpunktskoordinate? Das XS, da war XB, das ist das beliebige X und das ist das XS. Es gilt M mal XS ist gleich Integral aller XDM. So kommt man zum Schwerpunkt. Ne? Und es gilt weiters, m mal ys ist Integral ydm. Das heißt, wenn Sie sich das dm mit dem kleinen g multipliziert vorstellen, dann ist das Gewicht. Und es ist jetzt das Moment der Gewichte aller kleinen Elementchen gleich dem Moment des Gesamtgewichtes. Und die Frage ist, wo muss ich, in welchem Abstand xs, muss ich das gesamte Gewicht anbringen, dass das Moment des Gesamtgewichtes, mg mal xs, gleich ist der Summe der Momente aller Teilgewichte. So ist ein Schwerpunkt definiert. Und wenn ich jetzt sage, ich schreibe die Bewegungsgleichung für das dm auf, so heißt es ja dm mal x2 Punkt,
ist gleich Summe aller Kräfte, die auf das dm wirken. Auf das dm haben wir gesagt, wirken df innere und df äußere. Und zwar in der x-Richtung, muss ich jetzt sagen, nicht? Weil ich ja da hier die x-Richtung schreibe. Ich hätte jetzt besser vektoriell aufgeschrieben, aber bleiben wir jetzt schon beim Skalaren. Und wenn ich das jetzt integriere, dann steht Integral x2.dm ist gleich dem Integral aller dfi x, integrieren muss ich das ganze Volumen, nicht? Plus dem Integral aller dfa. Und die sind nun Null, wenn das Wechselwirkungsgesetz gilt, weil das, was ein Element von rechts nach links drückt, drückt das andere von links nach rechts. Das ist Null. Und wenn Sie das anschauen, dann sehen Sie, da zweimal differenziert, ist das nichts anderes als das mxs2-Punkt. Und das hier ist nichts anderes als die Summe aller äußeren Kräfte in der x-Richtung. Also wir setzen das 0 und das ist fax. Und dasselbe gilt natürlich auch in der zweiten Richtung, fay. Das sind die zwei Komponenten des Schwerpunktsatzes. Der Schwerpunkt eines Körpers bewegt sich so, als wäre seine Masse im Schwerpunkt vereinigt, wie ein Punkt, und alle Kräfte greifen dort an. Also in der Ebene habe ich zwei Komponenten des Schwerpunktsatzes. Zwei Komponentengleichungen des Schwerpunktsatzes, SP-Satzes. Also das ist im Grunde nichts Neues. Das ist wie, der Schwerpunkt bewegt sich wie ein Massenpunkt, sozusagen, in dem alle Kräfte angreifen. Was aber jetzt ganz neu ist, ist der sogenannte Momentensatz. Der Momentensatz den ich jetzt wie formuliere? Soll ich ihn wirklich bezüglich B formulieren? Momentensatz um den Schwerpunkt. Der Momentensatz um den Schwerpunkt, ich zeichne das jetzt noch einmal auf und sage das Ganze jetzt, ich nehme als Bezugspunkt den Schwerpunkt, nicht? Ich nehme als Bezugspunkt den Schwerpunkt. Bezugspunkt, also der S ist Schwerpunkt. Ja? Das heißt, ich beschreibe die Bewegung ja so, da ist mein Koordinatensystem, da ist mein Körper, da ist der Schwerpunkt S, da sind seine Koordinaten, nicht? X, S, Y, S. Dann nehme ich von dem System aus, die Drehung ist natürlich das Phi wiederum, aber ich sage jetzt, da ist mein Körperpunkt R, und wobei ich jetzt schaue, was hat der für Beschleunigungen, sehen Sie, das ist der Punkt, Abstand ist X hier, und da ist das Y. Und das war der S. Muss ich vielleicht ein bisschen schöner zeichnen, das S da hier runter. X, S, Y, S. Wie groß ist die Beschleunigung vom dm? Beschleunigungen von dm. Das hat ein x2-Punkt und dieses x2-Punkt, Beschleunigung von dem, ist das xs2-Punkt. Also ich zeichne sie jetzt ein, die Beschleunigungen. Die Intenfarbe, ich bezeichne sie jetzt einfach rot einmal. Dann heißt es, das ist x2.s, das ist y2.s.
Und aus der Drehbewegung, vielleicht mache ich das blau, gibt es hier noch ein R Phi Punkt Quadrat und da ein R Phi 2 Punkt. Seht ihr das? Das sind jetzt die, okay, Tintenfarbe schwarz. Und jetzt gehe ich zurück und zeige Ihnen das hier. Wir haben ja da im Grunde auch, wenn wir das genauer anschauen, ist es so. Die Beschleunigung dieses Punktes besteht aus dem x-Bezugspunkt 2-Punkt, dann das r-Phi-2-Punkt, Sie sehen, das ist das hier, und das r-Phi-Punkt-Quadrat nach innen. Aus einer Drehbewegung gibt es immer für jeden Punkt, die Drehung ist um b, ein r-Phi-2-Punkt und ein r-Phi-Punkt-Quadrat. Zentripetal, also ich schreibe es auch da, zeichne ich es jetzt ein, Tintenfarbe rot, dann sage ich, das ist, nein, rot ist, das ist das x 2 Punkt b, y 2 Punkt b, und dann käme das blau, r phi 2 Punkt und r phi Punkt Quadrat. Und wenn Sie das projizieren, dann sind Sie genau auf diesen Gleichungen. Nämlich die Beschleunigung des Punktes x2-Punkt ist x2-Punkt b rot und dann hat es eine Komponente r phi2-Punkt, die aber in die Gegenrichtung schaut mit Sinus psi plus phi. Der Winkel ist da wieder in die Gegenrichtung, das r phi-Punkt-Quadrat schaut auch in die Gegenrichtung, darum minus minus. Und beim y ist das y2-Punkt des Bezugspunktes plus r phi2-Punkt Cosinus. Das ist die Komponente da hinauf, minus r phi 2 Punkt Sinus nach unten. Also ich brauche nur 1, 2, 3, 4, das sind die vier Vektorkomponenten, in die Richtung und in die Richtung zu summieren. Dann kriege ich die Beschleunigung des Bezugspunktes. Das war also, das sind da genau diese zwei noch dazu. Und dasselbe habe ich jetzt hier, dass ich mit dem Bezugspunkt S die Beschleunigung von dm habe, das ist xs 2 Punkt, und jetzt bezeichne ich, oh Gott, ja, einfach die Differenz, ist besser so. Ich sage, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, Beschleunigung von dm. Also in der x-Richtung, Das x2-Punkt ist gleich xs2-Punkt und jetzt kommt die Komponente dagegen. Das ist aber minus phi2-Punkt mal y minus ys und dann kommt, ich werde zurückgehen, und die zentripetale Beschleunigung ist so wie da, ist minus r phi Punkt Quadrat, das ist die da, und ihre Komponente ist ja der Sinus von dem Winkel und das ist gleich der Abstand, x minus xs. Sie sehen, das sind ja, irgendwas stimmt da nicht, das r gehört weg da. So, phi Punkt Quadrat, Sie sehen, die Komponente von der Normalbeschleunigung, also wenn ich so etwas habe, da habe ich eine Normalbeschleunigung, dann ist sie so groß, als wäre der Punkt hier. Puh, naja, lassen wir das weg. Phi Punkt Quadrat x minus xs, ist das klar? Oder ich sage r phi 2 Punkt mal Sinus von dem Winkel. Nun ist aber r mal Sinus von dem Winkel genau das y minus ys. Ja? Oder nein? Na gut, ich muss es nicht so machen, aber wenn ich es so mache, dann schreibe ich es auch da auf, y2 Punkt. Wie groß ist die Summe dieser drei Beschleunigungen?
heißt, man nehme das YS 2 Punkt, das sind zwei Punkte da oben, YS 2 Punkt, dann kommt die Komponente ist so groß wie die, das heißt, ist plus Phi 2 Punkt X minus XS minus Phi Punkt Quadrat Y minus YS. Aber wir werden gleich sehen, dass wir das gar nicht brauchen. Wir sagen jetzt, wir nehmen die Summe der Momente der Massenbeschleunigungen. Das heißt, ich nehme den sogenannten Momentensatz und der sagt Folgendes aus. Die Summe der Momente der Massenbeschleunigungen. Massenbeschleunigung heißt das Produkt aus Masse mal Beschleunigung. Ist gleich ist der Summe der Momente der äußeren Kräfte. Und das bedeutet nun, man nehme, ich schreibe es da unten noch her, damit ich da nicht wieder die Zeichnung machen muss. Also, ich nehme um S, Momente um S. Die Massenbeschleunigung heißt, ich habe einmal das dmr phi 2 Punkt so drehend positiv, nicht? Meine positive Drehrichtung ist das, phi um S. Integral r phi 2 Punkt dm mal r. Das ist die blaue. Das R Phi Punkt Quadrat hat kein Moment bezüglich S. Dann kommt noch plus YS 2 Punkt. Sie wissen, dass da zwei rote Punkte an sich drauf sind. YS 2 Punkt Integral dm Y 2 Punkt S mal Abstand X minus XS minus dem Integral, das rote hier, das ist das dmxs 2 Punkt, mal Abstand y minus ys. Das ist das, was ich links geschrieben habe, Summe der Momente der Massenbeschleunigung. Ich habe alle Masse mal Beschleunigungen genommen und das Moment gebildet. Und dann muss rechts stehen, das ist das Moment der äußeren Kräfte um S. Und die Gleichung müssen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen Teile an. Das erste Integral heißt ja R Quadrat Phi 2 Punkt dm. Sie sehen, das ist nichts anderes als das Theta S Phi 2 Punkt. Nicht? Weil es ja R Quadrat dm, R geht von S aus. R ist gleich Abstand von S. Das zweite Integral heißt jetzt Integral, das haben Sie jetzt ausgebessert, X minus XS mal YS 2 Punkt dm. Was gibt das? Das YS 2 Punkt ist konstant, das kann ich rausheben, das ist für jeden gleich. Dann steht hier mal Integral x minus xs mal dm. Nun war aber mein Bezugspunkt ja der Schwerpunkt. Das erste Integral heißt, naja, ich schreibe es hin und Sie werden sehen, dass da 0 rauskommt. Gamma Integral x dm minus xs mal m und das ist ja genau 0. Also Ergebnis ist 0 und das nächste heißt y minus ys mal x 2 Punkt s dm und das ist genau aus demselben Grund auch 0.
Das heißt, von der ganzen langen linken Seite bleibt nur das Theta S Phi 2 Punkt über. Und dann steht dieses Theta S Phi 2 Punkt ist gleich dem Moment der äußeren Kräfte um S. Also bezüglich des Schwerpunktes gilt der Neutralsatz genau in derselben Form. Das ist das Einzige, was Sie merken müssen. Nicht? Theta Phi 2 Punkt gilt auch in der Ebenenbewegung bezüglich des Schwerpunktes. Genau das, was für die feste Drehachse gegolten hat. Es ist jetzt eine beliebig bewegte Drehachse, nicht? Der Schwerpunkt fährt irgendwo herum. Also heißt das, es ist ja sehr eigenartig, nicht? Aber gilt in derselben Form wie für die feste Drehachse auch in dieser einfachen Form für den Schwerpunkt. Es gilt nicht für irgendeinen Punkt B, darum habe ich jetzt auf den Schwerpunkt beziehen müssen, weil für irgendeinen Punkt B, das ist ein bisschen komplizierter, die ganze Angelegenheit. Und wenn Sie nun zurückblättern, dann sehen Sie, wir haben also jetzt gehabt, die zwei Gleichungen des Schwerpunktsatzes, 1 und 2, und haben als dritte Gleichung jetzt den Drallsatz. Der heißt Drallsatz um S. Für den Schwerpunkt. Und das sind die drei dynamischen Gleichungen für, im Allgemeinen, für die drei unbekannten XS von T, YS von T und Phi von T. Es gibt drei unbekannte in der allgemeinsten Form, XS, YS und Phi von T. Wenn ich das kenne, dann kenne ich ja die ganze Bewegung in der Ebene. Und es sind drei Differentialgleichungen zweiter Ordnung auf diese Weise, die man dann lösen muss. Dann hat man sechs Konstante, dazu brauche ich also sechs Anfangsbedingungen, nämlich drei, die Lage, das sind zwei Koordinaten und ein Drehwinkel, und die Geschwindigkeit, nach zwei Richtungen und die Drehgeschwindigkeit. Das sind die kinetischen Gleichungen in der Ebene. Zwei Komponenten des Schwerpunktsatzes plus der Komponente plus dem Drallsatz um den Schwerpunkt.